Heute befinde ich mich in Ibbisfelde. Hier steht eine der ältesten Wasserburgen Europas. Sie war einst Außengrenzposten für das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Ralf Miegel ist hier aufgewachsen. Er wird die Details der Burg erklären. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in Ibbisfelde, in meiner alten Heimatstadt. Wir stehen heute hier wohl vor der ältesten Sumpfburg Europas. Das behaupten jedenfalls die Ibbisfelder. Im Jahre 2014 feierten wir hier 1000 Jahre Stadtrecht. Früher gab es hier auch ein kleines Museum, aber mit der Grenzschließung wurde Ibbisfelde auch zum Sperrgebiet erklärt und daraufhin wurde das Museum geschlossen. Heute sind hier in der Burg das Burg- und Heimatmuseum untergebracht, sowie das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek. Im historischen Rittersaal sowie im Burgverbinder finden heute kulturelle Veranstaltungen statt, wie Konzerte, Trauungen, Stadtratssitzungen oder auch Dinnerabende. Auch privat können wir die Räume nutzen. Am zweiten Adventswochenende findet hier auch jährlich die Ibbisfelder Burgweihnacht statt. Des Weiteren sei noch zu erwähnen, dass der Heimatverein im letzten Jahr sein 30-jähriges Bestehen gefeiert hat und heute mit über 220 Mitgliedern zu den größten in der Bürde zählt. Tauchen Sie ein in längst vergangene Zeiten und erkunden Sie das Museum oder die Burganlage auf eigener Faust oder mit interessanten Führungen. Wer hingegen hoch hinaus will, der kann auch eine Turmbesteigung auf den 27 Meter hohen Bergfried unternehmen. In ihrer über 1000-jährigen Geschichte hat diese Burg viel miterlebt. Unter anderem war sie einst die Ostgrenze im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und dann zur Zeit der DDR die Westgrenze der Deutschen Demokratischen Republik bei der innerdeutschen Grenze. Mittlerweile ist sie Kulturzentrum von Ibbisfelde. Diese Festung ist wieder mit Leben erfüllt worden und ist nun ein wichtiger Bestandteil der Ortschaft.